Amnesia the Bunker ist schnell erklärt, da es in seinem Kern eigentlich ein sehr simples Spiel ist. Ihr schlüpft in die Rolle von Henri Clément, einem französischen Soldaten, der an der Front des Ersten Weltkriegs gegen die Deutschen kämpft. Eines Nachts entfernt ihr euch unerlaubt aus eurem Bunker, um nach eurem Freund zu suchen, Augustin Lambert, der Henri zuvor in einer gut gemachten Tutorial-Intro-Sequenz das Leben in einem Senfgasangriff gerettet hat. It is so fast, fast! We'll dine on you. We'll make it out of this hell together. Now follow me. We're nearly there. Tatsächlich findet Henri seinen Freund weit draußen im Niemandsland der entsetzlichen Kriegsfront. Augustin ist offenbar in eine Grube gestürzt und kann aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen. Niemals würde Henri seinen Kameraden hier zum Sterben zurücklassen. Er schwingt seinen Freund auf die Schultern und versucht, sich zusammen mit ihm zurück zum sicheren Bunker zu schleppen. Doch die Deutschen entdecken die beiden und eröffnen das Feuer. Eine Explosion zerreißt die Luft und das Letzte, was Henri sieht, ist Augustins Körper, der neben ihm auf dem Boden aufschlägt. Henri schließt die Augen und geht nicht davon aus, sie wieder zu öffnen. Genau das geschieht aber, er wacht schwer verletzt im Lazarettflügel des französischen Bunkers auf. Der Strom ist ausgefallen. Er scheint allein zu sein. Wenig später findet Henri heraus, dass das nicht der Fall ist. Und noch etwas später wünscht er sich, es wäre doch so gewesen. Ihr befindet euch jetzt im Herzen einer auf den ersten Blick sehr kompakten, aber clever gestalteten Bunkeranlage der französischen Truppen. Eure Aufgabe ist simpel. Der einzige Ausgang aus dem Bunker ist von euren Offizieren auf der Flucht verschüttet worden. Wollt ihr entkommen, müsst ihr den Schutthaufen sprengen. Das dazu nötige Dynamit samt Zünder findet ihr in den Seitenbunkern, die am zentralen Bunker angeschlossen sind. Findet die Ausrüstung, sprengt den Ausgang frei, entkommt und überlebt. Doch das ist nicht so einfach. In ihrer Panik haben die Soldaten den Bunker vermint. Gefährliche Fallen warten überall. Ein falscher Schritt und euer Leben endet in einer Explosion. Ratten haben sich auch im Bunker eingenistet und machen sich über die Körper eurer ehemaligen Kameraden her. Auch euch werden die feisten Nager zusammenbeißen, wenn ihr ihnen zu nahe kommt. You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them. And you can make it out. Shit! That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a border soldier, not that monster. Die Dunkelheit ist ebenfalls ein Feind. Viele Bereiche des Bunkers sind stockfinster, man kann die Hand vor Augen nicht sehen. Eure aufziehbare Taschenlampe ist eure einzige schmale Hoffnung, wenn das Licht ausfällt. Auch eure begrenzte Tragekapazität müsst ihr bedenken. Jeder Gegenstand in eurem Inventar nimmt wertvollen Platz weg, den ihr aber mit gefundenen Taschen weiter ausbauen könnt. Am schlimmsten jedoch, irgendein furchtbares Monstrum, von euren gefallenen Kameraden in ihren letzten Notizen als der Dämon bezeichnet, macht Jagd auf euch. Das Biest kann nicht getötet werden. Die Soldaten um euch herum haben es verzweifelt versucht und das mit dem Leben bezahlt. Eure einzige Option? Bleibt still, bleibt versteckt und ergreift zur Not die Flucht. Im äußersten Notfall solltet ihr zum Verwaltungsbüro im Herzen des Bunkers rennen, dem einzigen Raum, in dem ihr euch vor dem Dämon verbarrikadieren könnt. Eure Verbündeten, in erster Linie eure eigene Kreativität und eure Reflexe. Die Physik-Engine des neuesten Amnesia-Ablegers macht sehr viel möglich. Das müsst ihr aber auch nutzen, denn mit Waffengewalt kommt ihr allein deshalb schon nicht weit, weil ihr im ganzen Spiel nur eine Handvoll Patronen findet. Euer zweitwichtigstes Werkzeug, ein alter Generator in einem Seitenraum des Verwaltungsbüros. Füllt ihr diesen Generator mit dem im Bunker überall verstreuten Benzinkanistern, könnt ihr das Licht in allen Tunneln anschalten. Das macht nicht nur die Fortbewegung deutlich einfacher und sicherer, der Dämon hasst außerdem das Licht. Das Spielgefühl ist sehr nah an den Xenomorph-Jagdsequenzen aus Alien Isolation. Nur eben in einem dreckigen, klaustrophobischen Weltkriegsbunker. Die Atmosphäre ist herrlich dicht. Dieses Spiel hier mit einem Dolby-System und einem feinen Ultra-Wide-Curved-Monitor, eine intensive Thriller-Erfahrung, die unter die Haut geht. The Bunker macht fast nichts neu, nutzt aber alle wohlbekannten Konzepte seines Genres auf kompakten Raum hervorragend aus.
Das Ergebnis ist ein handwerklich stark gemachtes Horrorspiel, das auf seinen eigenen Beinen stehen kann, ohne sich vor Vergleichen mit seinen Inspirationsquellen verstecken zu müssen. Es gibt aber auch so ein paar Kleinigkeiten, die uns auf den Militär-Hardkicks gehen. Zum Beispiel, dass uns die PC-Version des Spiels direkt bei der ersten Türcode-Eingabe mit einem Bug belästigt. Der erlaubt es uns, nur jede zweite Reihe und auch nur jede zweite Ziffer des Zeilencodes einzugeben. So kriegen wir den richtigen Code natürlich nicht ins Schloss, das dann frecherweise zubleibt. Stellt sich raus, wenn man in der aktuellen Version von The Bunker die Standard-Tastenbelegung für die Bewegungskeys ändert, bekommt das Spiel Schnappatmung. Lösen lässt sich das, indem man WASD wenigstens als Sekundär-Tastenbelegung eingestellt lässt und nutzt. Alternativ klappt es auch mit einem angeschlossenen Controller am PC. Wer das nicht weiß, dem kann dieser potenzielle Softlock-Bug schnell den Spaß verderben. Deswegen an dieser Stelle unsere Info dazu. Gehört für uns zum Service, keine große Sache, aber sowas sollte beim internen Beta-Test bitte auffallen. Im selben Raum, in dem sich der Türcode Lessling breit macht, steht auch eine Itembox. Die orientiert sich in ihrer Funktion an die Pendants aus den früheren Resident Evil Spielen, hat aber zwei entscheidende Individualfaktoren. Nummer 1, es gibt davon im Spiel nur eine einzige. Genau in diesem Raum, ganz zentral im ganz zentralen Hauptbunker, von dem aus ihr die weitläufigeren Areale der bedrückend engen Weltkriegsfestung erforscht. Und Nummer 2, die Kiste hat nur 16 Lagerplätze. Das erscheint zu Beginn viel, erweist sich nach etwa einer Stunde aber als ziemlich eng. Und weil ihr ja immer in diesen Raum zurückkehren müsst, um dringend benötigte, aber überschüssige Items abzulegen, wie gesagt, die einzige Itembox im Spiel, schmeißt ihr eure Gegenstände dann eben irgendwann einfach auf den Boden eures Safe Rooms. Also entweder gibt man der Kiste unendlich viel oder wenigstens den fünffachen Speicherplatz. Oder man lässt die Kiste einfach völlig weg und erzieht den Spieler dadurch, das Verwaltungsbüro insgesamt als Lagerplatz zu verwenden und sein ganzes gesammeltes Zeug komplett auf dem Fußboden zu deponieren. So wie es jetzt gelöst ist, ist das nur bescheuert. An diese Lagerhaltung gewöhnt man sich sowieso schnell. Benzinkanister direkt am Generator abzuladen macht am meisten Sinn, weil es Laufwege und Kistengeräume spart. Und man kommt auch recht zügig auf die Idee, die kleinen Büros mit den Kartenausschnitten zu Beginn jedes der Seitenbunker als Ablageort für die ganzen dort gesammelten Items herzunehmen. Da kann man dann vom Zentralbunker aus bequem alles bei benzinsparend abgeschaltetem Generator räubern. Logistik macht einen starken Faktor in The Bunker aus. Trageplatz für Items, Benzin für Beleuchtung durch den Generator, kostbare Munition und Granaten, das sind die stark begrenzten Ressourcen, die The Bunker so von allen Vertretern der Amnesia-Reihe am deutlichsten ins Genre des Survival-Horrors stellen. Und da macht es einen guten Eindruck. Es gibt da noch ein Detail, das uns ein wenig sauer aufstößt. Die Art, wie der Entwickler Frictional Games hier die eigentlich solide Hintergrundgeschichte fast ausschließlich über Notizen, Fotos und ähnliche Dokumente erzählt. Auf der einen Seite haben sie das schon besser hinbekommen, insbesondere in Soma, einem der nach wie vor besten Produkte der schwedischen Spieleschmiede. Andererseits macht The Bunker aber auch nur dann wirklich Sinn, wenn ihr eben als letzter Überlebender durch die dunklen Gänge und Räume schleicht, was dann im Umkehrschluss eben bedeutet, dass keine anderen Figuren in der Spielwelt präsent sein können, um euch die Geschichte organischer zu präsentieren. Das bedeutet aber leider auch, dass The Bunker ziemlich in Lesearbeit ausartet und man schon viel Geduld haben muss, um sich durch die Berge an Text zu wühlen. Das hat sich offensichtlich auf Frictional gedacht und die wichtigsten Dokumente mit speziellen Markern gekennzeichnet, damit ihr sie schnell wiederfindet. Einsame Horroratmosphäre oder präsente NPCs. Beides geht schlecht, einen Tod muss man halt sterben. Bei eurem Charakter wird es mehr als ein Tod werden, aber das ist vor allem auf der schweren Stufe einfach die Natur des Biests. Und damit meinen wir sowohl das Spiel selbst, als auch den Dämon, der euch erbarmungslos verfolgt. Ihr könnt das verstörende Monstrum mit Waffengewalt oder durch das geschickte Ausnutzen von Fallen kurzzeitig verjagen. Aber es kommt wieder, und das größtenteils nicht geskriptet, sondern dynamisch als aktiver, smarter Feind, der auf eure Handlungen reagiert. Die eben angesprochenen Fallen im Bunker können euch auch schnell den Garaus machen, also haltet die Augen offen nach Stolperfallen auf dem Boden oder roten X-Markierungen, die euch vor Gefahren warnen sollen. Selbst wenn ihr rechtzeitig aus dem Sprengbereich einer drapierten Handgranate hechtet, seid ihr aber nicht sicher, denn Lärm lockt den Dämon an. Und neben Rennen, Springen, Türen einschlagen und eure Taschenlampe aufziehen, machen vor allem Explosionen jede Menge davon. Oft lassen sich leisere Lösungen finden. Achtet auf eure Umgebung. Vielleicht gibt es Lüftungsschächte, vielleicht lassen sich Schlösser oder marode Türen mit auf sie geschleuderten Steinen aufbrechen. Vielleicht könnt ihr sogar den Dämon selbst verwenden, um Hindernisse in eurem Weg einzuschlagen.
Die zweitgrößte Gefahr im Spiel sind die zuvor genannten Ratten, die sich an den Körpern eurer gefallenen Kameraden im Bunker gütlich tun. Die Viecher greifen euch zwar nicht direkt an, aber wenn ihr sie beim Fressen stört, werden sie bissig. Dadurch werdet ihr blutig, dadurch wieder wird die Nase des Dämons auf euch aufmerksam und das Verstecken unter Betten, Tischen und Schränken deutlich schwieriger. Die Ratten zu umgehen ist nicht ganz einfach. Oft versperren sie wichtige Gänge oder machen die Navigation gerade dann schwieriger, wenn es stressig wird. Merkt euch immer den Weg zurück ins Verwaltungsbüro. Flucht ist euer Freund und eine Minimap gibt es nicht. Das soll so sein und passt hervorragend zum realistischen Spielgefühl. Hier ist nichts arcadisch. Die Ratten und der Dämon harmonieren zu eurem Unglück ziemlich gut miteinander. Also lasst euch effiziente Strategien einfallen, wie ihr mit den Viechern umspringen wollt. Klar könnt ihr das Feuer auf sie eröffnen, wenn ihr eure extrem wertvolle Munition verschwenden wollt. Eine Granate wäre auch eine Option, aber ihr wisst ja, Lärm. Und selbst wenn ihr die Ratten erlegt, kommen später neue. Wollt ihr sie dauerhaft loswerden, müsst ihr deren Futter verbrennen. Oder ihr lockt die Viecher mit saftigerem Fleisch weg. Dadurch könnt ihr auch die ID-Marken der umgekommenen Soldaten an euch nehmen, an denen die Aasfresser zuvor genagt hatten. Auf der Rückseite einiger dieser ID-Marken befinden sich weitere Schlüsselcodes, mit denen ihr im Spindraum die persönlichen Schränke eurer einstigen Kameraden öffnen könnt. In den Schränken finden sich dringend benötigte Gegenstände. Und auf welchen Marken welche Codes stehen, ändert sich mit jedem neuen Durchlauf. Dadurch erhöht sich der Wiederspielwert von The Bunker. Wir wissen nicht, ob wir den jüngsten Ableger von Amnesia mehr als ein- oder zweimal spielen müssten. Aber diese ein- oder zweimal auf jeden Fall. Und das ist dann angesichts des schmalen Talers, den Frictional Games für das gute Stück haben möchte, auch echt in Ordnung. Kurzum, The Bunker ist eine intensive Horrorerfahrung mit gut getroffenem Setting, ein paar kleinen Bugs, die sich aber leicht umgehen lassen, und klassischen Survival-Horror-Mechaniken, die kompetent greifen.